Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, wir kommen zurück bei Fellner Live und wir kommen jetzt zum aktuellen Thema des Tages. Ein trauriger Anlass in Straßburg in Frankreich. Gab es gestern einen Anschlag, einen Terroranschlag auf einen Adventmarkt. Mindestens 3 Personen sind dabei gestorben und jetzt natürlich auch, muss man sagen, leider bei vielen die Frage in Österreich, wie sicher sind unsere Adventmärkte? Und dazu ist unser nächster Gast im Studio, der Vizepräsident der Polizei Wien, Michael Leposchitz. Grüß Gott. Grüß Gott. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich darf die Frage vielleicht gleich an Sie weiterrichten. Wie hoch ist denn die Terrorgefahr jetzt in der Vorweihnachtszeit in Österreich? Ja, also wir gehen davon aus, dass es keine konkrete Terrorgefahr in Österreich gibt. Terror kann man natürlich nie ausschließen, aber nach allen Informationen, die uns zur Verfügung stehen, gibt es für Österreich keine aktuelle Gefahr, sich zu sorgen. Jetzt hieß es allerdings heute von Seiten des Innenministeriums, es gibt eine latente Terrorgefahr. Was ist denn darunter zu verstehen? Ja. Wir haben seit Jahren Hinweise, dass es Terroranschläge in Europa gibt und weiterhin geben wird. Und nach Berlin, Brüssel, Nizza, London und Paris kann man ja nicht davon ausgehen, dass es uns nicht einmal treffen wird. Aber wir sprechen von einer erhöhten abstrakten Terrorgefahr oder Gefährdungslage in Wien. Und die erlaubt uns, dass wir weiterhin unbedenklich auf Weihnachtsmärkte gehen dürfen und uns keine Sorgen zu machen brauchen. Also konkrete Hinweise, dass Anschläge geplant wären, hat die Polizei derzeit nicht. Gibt es für Wien nicht, nein. Ja. Jetzt gab es allerdings vor knapp 1,5 Wochen ziemliche Aufregung um einen Tweet der amerikanischen Botschaft in Österreich, wo gewarnt wurde, im Speziellen US-Bürger davor gewarnt wurden, größere Menschenansammlungen in Österreich zu vermeiden, insbesondere eben Adventmärkte. Ja. Was hat es damit auf sich? Die Amerikaner warnen natürlich all ihre Bürger, wo immer Menschenmengen sind, dass es eine Terrorgefahr geben könnte. Aber das trifft, wie gesagt, auf Wien nach der aktuellen Informationslage nicht zu. Wie werden denn jetzt unsere Adventmärkte geschützt in Österreich? Es gab ja die Diskussion um die Poller, die es ja auch auf den großen Adventmärkten, beispielsweise beim Rathausplatz, mittlerweile gibt. Was wird darüber hinaus getan von Seiten der Polizei? Die Weihnachtsmärkte werden, so wie alle anderen öffentlichen Veranstaltungen, in enger Abstimmung zwischen dem Veranstalter, der Stadt Wien und der Wiener Polizei mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept versehen. Und da wird natürlich auch auf die Gefahr von Angriffen Bezug genommen und im jeweiligen Bewilligungsbescheid und im jeweiligen Sicherheitskonzept ist dann für den individuellen Weihnachtsmarkt ein Konzept gemeinschaftlich erarbeitet worden. Und das hängt dann von der Lage, je nach Lage des Falles, ab, welche Maßnahmen besprochen werden. Das ist beispielsweise die Poller-Situation am Rathausplatz oder auf der Kärntnerstraße. Das ist in der Marienhilferstraße beispielhaft die mobile Betonleitwand oder mit Betonblöcke. Das hängt immer von der Lage ab, wie hoch dort eine potenzielle Gefahr sein könnte. Und nicht zuletzt gibt es ja Polizisten in Uniform oder in Zivil, die für die Sicherheit vor Ort sorgen. Gibt es eine erhöhte Polizeipräsenz jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit? Die Polizei ist ja immer erhöht präsent und wenn eine Lage ist wie zu Weihnachten, wo es eine erhöhte Zahl von Taschendieben gibt und wo einfach sich mehr Menschen an Verkehrsknotenpunkten und an Märkten treffen, dann sind natürlich auch mehr Polizisten dort. Aufgrund des Anschlags, des gestrigen Anschlags, wurde jetzt aber die Polizeipräsenz nicht noch einmal erhöht, oder haben Sie das vor? Ja. Wir gehen davon aus, dass unsere Sicherheitskonzepte halten und dass unsere Sicherheitsmaßnahmen nach gegenwärtiger Informationslage nicht verschärft werden müssen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie kann man denn so einen Anschlag, wie in Straßburg beispielsweise jetzt stattgefunden hat, überhaupt verhindern? Da geht einer mit einer Waffe in einen oder auf einen Weihnachtsmarkt, beginnt um sich zu schießen. Hat da die Polizei überhaupt eine Möglichkeit, sowas im Vorhinein zu verhindern? Wenn keine Informationen im Vorfeld da sind, wo wir präventiv agieren können, dann wohl kaum. Wichtig wird es sein, unmittelbar danach gut zu reagieren. Das heißt, alle Kräfte zu bündeln
und den Täter rasch auszuschalten. Jetzt war es ja so, der Attentäter in Straßburg dürfte mutmaßlich einen islamistischen Hintergrund haben. Das ist auch heute bekannt geworden, er soll Allahu Akbar gerufen haben, bevor er die Schüsse eröffnet hat. Sehen Sie in Österreich eine erhöhte Gefahr eben auch durch islamistischen Terror? Also auch hier habe ich gegenwärtig keine Information, die mich das bestätigen ließe. Wir haben auch nach Informationen des Verfassungsschutzes keinen Bezug zwischen dem Anschlag in Straßburg und Österreich. Weil auch da ja Spekulationen waren, dass der Täter sich ins Ausland abgesetzt haben könnte. Deutschland wurde genannt. Könnten Sie sich vorstellen, dass die Fluchtroute im Endeffekt auch nach Österreich führen könnte? Also wichtig ist hier eine rasche Weitergabe der Fakten zu sichern und die Fahndungsmaßnahmen einfach professionell wie immer vonstatten gehen zu lassen. Aber auch da haben wir noch keine Informationen, dass hier eine Fluchtroute nach Österreich kommen könnte. Abschließende Frage, das heißt aber, Sie sehen derzeit keinen Grund, warum man nicht auf einen Christkindlmarkt in Wien gehen kann? Ich werde weiterhin die Christkindlmärkte in Wien besuchen. Auch meine Polizisten tun das. Und ich sehe keine Veranlassung, davon Abstand zu nehmen. Okay. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Reposchitz. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV und zwar mit den aktuellen Nachrichten.